Die Zuschauer toben. Die Uhr zeigt noch 5 Sekunden. Wie ist es möglich, dass ein Spieler so viel Genialität in sich vereinen kann? Ich hatte genauso ein Spiel. Doch bei mir waren es die Bruins und die Habs. Wo haben Sie das her? Geburtstagsgeschenk ist für jemanden in der Kinder, Onko. 22-jähriger Enforcer mit Hämoptyse. Ein Eishockeyspieler? Er ist ein Superheld. Ursache des Bluthustens ist wahrscheinlich eine Rippenfraktur, die darauf seine Lunge perforiert hat. Das Ganze passierte natürlich nur im Rahmen des Sports. Gute Schlussfolgerung. Die wurde vor 18 Stunden ebenso von der NA gemacht, was vorschnell war. Kleine Männer waren schon immer Opfer der Großen. Ich bin als Kind nie klein gewesen und war nie ein Opfer. Bis jetzt. Das Röntgen hat eine Traumafolge, offene TB und Krebs ausgeschlossen. Sarkoidose. Die Knötchen sind vielleicht zu klein, um im Röntgen erkannt zu werden. Die Fights sind das Beste am Eishockey. Ohne die ist es bloß Eiskunstlaufen. Was haben Schlägereien mit Eishockey zu tun? Genau wie Cheerleader mit Basketball. Cheerleader sind das Beste am Basketball. Ohne die ist es nur Basketball. Er ist Entenjäger. Vielleicht hat er sich durch das Geflügel eine Ornithose eingefangen. Vor 2 Wochen hat er 3 Zähne verloren. Vielleicht war es eine orale Blutung. Nicht ohne anhaltende Zahnschmerzen. Und er bekam einen Schlag in den Magen, wodurch die Speiseröhre einriss. Jace, Thorax-CT zur Abklärung einer Sarkoidose. Adams, Sputumkultur und Chlamydien-Serologie. Taub? Ich könnte Ihnen sagen, warum Ihre Theorie nicht nur falsch war, sondern auch abwegig. Aber ich find's spaßiger, wenn Sie selbst rausfinden. Und zwar durch eine Stuhluntersuchung auf Blut. Und während wir auf die Stuhlfee warten, spiele ich in Unterzahl. Also Hosen runter und aufs Eis. Je schneller das Ganze geht, desto besser. Die NHL befragt schon die Leute. Und im Krankenhaus rumliegen tut meinem Marktwert auch nicht besonders gut. Sie müssen ziemlich gut sein, wenn Sie so gefragt sind. Ich habe die meisten Strafminuten der Liga. Und die meisten in der Notaufnahme, die von Ihnen verursacht, nicht mitgerechnet. Sie sind anscheinend kein Eishockey-Fan. Oh doch, das ist ja gerade der Punkt. Gewalt entwürdigt diesen Sport. Oh Mann, da könnten Sie auch sagen, passen entwürdigt Football. Es gehört zum Spiel. Ich verursache keine Verletzungen. Also waren Sie selbst verschuldet? Nein, ich verhindere Sie, Mann. Ich stecke die harten Checks ein, die sonst die Schwächeren abkriegen. Gerade Sie müssen das zu schätzen wissen. Ich könnte meine Mutter umbringen. Meine Popo ist ganz allein und meine Mutter will immer, dass ich mich um sie kümmere. Vielleicht sollten Sie Ihre Popo umbringen. Ich muss sie zum Einkaufen fahren, zu ihren Freundinnen, nach Atlantic City. Ich hab sie ja lieb, aber jeden Abend, jedes Wochenende? Sie müssten eine Lösung finden, wo sie wohnen kann. Irgendwo woanders, nur nicht zu Hause. Meine Mom würde durchdrehen. Das wäre das schlimmste Zeichen von Respektlosigkeit. Okay, machen Sie weiter so. Dann sollten Sie aber auch das Gejammer einstellen. Nicht alle haben so viel Glück und sind so unabhängig wie Sie. Keine Sorge. Wenn Sie Ihre Familie verlieren, sind Sie es auch. Es ist keine Sarkoidose. Sieh einer an. Es ist seine Milz. Schon klar, aber sie ist stark vergrößert. Tiefe Venenthrombose infolge einer seiner zahlreichen Verletzungen oder OPs. Leukämie passt besser. Der Patient ist jemand, der immer wieder seinen eigenen Körper quält. Finden Sie nicht, dass Krebs die Ursache sein kann? Nein, weil sie hier kein eigenes Süppchen kocht. Das war unglaublich unprofessionell. Aber Taub hat selber Schuld. Wenn sie den Gegner nicht gleich gegen die Bande schmettern, darf er sie auch angreifen. Vielleicht sollten Sie ihr erstmal das Trikot über den Kopf ziehen. Wir sollten einen Ultraschall machen und ein Differentialblutbild. Hm. Sie glauben, dass es Krebs ist? Wahrscheinlich ist es nur eine TVT. Das ist mein Agent. Einen Augenblick. Gib mir eine gute Nachricht, Kenny. Du hast doch gesagt, jederzeit. Gut. Ich muss auflegen. Seine Brüste können hormonell bedingt sein und den Hormonhaushalt reguliert die Leber. Alkoholismus. Wir sollten uns seine Wohnung vornehmen und auch seinen Spind. Dass die Person, die hier eine Hausdurchsuchung vorschlägt, nicht in ihrem Bett geschlafen hat, ist interessant. Sie haben einen Abdruck von einer Sicherheitsgurtschnalle auf ihrer Wange. Ich hatte etwas Zoff mit meiner Mutter. Hat sie mit dem Gurt gepeitscht? Hämochromatose. Das würde einen Milz- und Leberschaden, aber kaum den Bluthusten erklären. Wie wär's mit Leptospirose? Das könnte passen, wenn man die Tatsache ignoriert, dass er Profi ist und aussieht wie Hulk, was auf Steroidkonsum schließen lässt und hier besser passt. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass ein Rüpeljob das Problem verursacht hat. Ja, ich mag ihn nicht, bin aber auf keinen Fall voreingenommen. Schon möglich. Sehen wir uns die Aufzeichnung mal an. Das war der Check, der die Fäuste von Bubi Orr fliegen ließ. Korrekt oder nicht?
Der Schlag war korrekt. Ach ja? Der Typ hatte den Puck schon lange weggeschlagen. Unsere Meinungen sind eben verschieden. Das ist wahr. Vielleicht ist sie genauso voreingenommen wie Sie. Womöglich ist es auch die ganze Liga. Nach Prüfung wertet die NHL-Disziplinarkommission den Check als irregulär und gefährlich und sperrt den Spieler für 3 Partien. Adams und Taub machen einen Leptospiren-Nachweis, Chase und Park durchsuchen die Wohnung und den Spind nach Alkohol und Steroiden und Taubs Objektivität. Sie sind frei. Suchen Sie sich was Eigenes. Es muss was sein, was ich mir leisten kann, also wohl eher nicht. Wenn Sie wollen, können Sie bei mir wohnen. Ich habe ein Gästezimmer. Das könnte schwierig werden. Hey, ich habe eine Wohnung, keinen Kerker. Naja, aber 2 Menschen verschiedenen Geschlechts im... Man kann die Tür abschließen, von innen. Hey, wenn Sie lieber im Auto schlafen wollen, nur zu. Ein Rezept für Ganciclovir. Wenn sein Spindnachbar eine Mononukleose hat, hat er vielleicht auch eine. Das würde die Milzvergrößerung erklären und auch den Bluthusten. Der Erreger ist das Epstein-Barr-Virus, damit erklärt sich die Leberbeteiligung. Und mein Schiebedach ist undicht. Danke. Bobby? Ich fand ihn weinend neben dem Bett. Es ist kein neues Symptom. Es liegt daran, dass die kranke Leber seinen Hormonhaushalt durcheinander gebracht hat. So wie es aussieht, erholt der Typ sich ganz gut. Mal abgesehen von dem Typ im Schulbuchlager hatten die Kennedys einen ganz netten Trip nach Dallas. Sich immer wiederholende Schläge gegen den Kopf führen zu einer traumatischen Enzephalopathie. Deren Symptome sind Depression und Aggressivität. Nach Ihrer Theorie war der Ursprung seiner Aggressivität Aggressivität? Er ist nicht depressiv, sondern vielmehr gefrustet, denn er weiß, dass er nach dem nächsten verlorenen Fight nur noch einen Job als Barista kriegt. Das zieht einen mit der Zeit ganz schön runter. Wenn er aufhören würde zu spielen, rettet ihm das vielleicht das Leben? So retten Sie ihm nicht das Leben. So killen Sie seine Karriere. Ich wohne jetzt in Chase Apartment. Er weiß es, er hat auf unser beider Becher gestarrt. Ich hab doch gesagt, wir sollten getrennt hierher gehen. Wir hatten keinen Sex miteinander. Noch nicht? Ja. Ja? Ich meine, wer kann schon in die Zukunft sehen, also wissen wir es nicht. Eine halbwegs sichere Diagnose könnte erst eine Obduktion bestätigen. Aber ein MRT des Gehirns könnte Marklagerläsionen zeigen, die typisch sind bei einer CTE. Wieso? Wollen Sie mit ihr schlafen? Sie zu fragen wäre doch praktisch einfacher. Es war nur ein Gefallen. Nein, das passt nicht. Er hatte nur 3 Gehirnerschütterungen seit dem Alter von 10. Die würden nicht reichen für eine CTE. 3 dokumentierte Erschütterungen. Diese Kerle lernen das Schummeln schon auf der Highschool. Schlechtes Gewissen? Das finde ich echt kränkend. Kein schlechtes Gewissen, es war ein Freundschaftsdienst. Also doch eins. Chase hat sie ermutigt, ihr Zuhause zu verlassen und fühlt sich jetzt verantwortlich. Kein MRT, sondern ein Psychostatus. Fließen nicht wieder Tränen, darf er gehen. Danke. Wie hast du ihn rumgekriegt? Nachdem ich ihm Anonymität zugesichert habe. Deswegen steht er jetzt in der Akte unter XY. Aber wir haben damit nur Zeit verschwendet und Hausrecht gegeben. Da ist nichts. Und was ist das da? Ein Bildartefakt. Das ist ein Signalanstieg. Ich weiß, du denkst, dass ich mir nur was einrede, aber auf dieses Gehirn wurde jahrelang eingehämmert. Es ist vielleicht nicht offensichtlich, aber vorhanden. Ich denke, Sie sehen das, was Sie sehen wollen. Ich glaube nicht, dass Chase ein Idiot ist und ich tatsächlich einen Hirnschaden habe. Schlaganfallzeichen. Chase! Können Sie mich hier rausholen? Hallo! Erst die gute Nachricht. Es ist eine isolierte Lähmung. Also war es kein Schlaganfall. Jetzt die schlechte. Taubs Einschätzung war korrekt. Sie sind noch krank. Ich sagte korrekt, nicht kompetent. Ihre CTE-Blase ist damit geplatzt.
Sie müssen sich schon was Neues einfallen lassen, wenn Onkel Jesse und die Olsen-Zwillinge dabei bleiben sollen. Können wir über die Inkompetenz woanders reden? So ein Job wie Ihrer ist sicher nicht leicht. Haben Sie Freude daran? Macht er Spaß? Ich hatte meine eigene plastisch-chirurgische Praxis und verdiente damit viel Geld. Doch eine Erfüllung ist es nicht gewesen. Dafür hatte ich nicht Medizin studiert. Jeden Winter hat mein Vater den Garten geflutet, damit ich eine Eisfläche hatte. Ich war Lemieux, mein kleiner Bruder Gretzky. Ich war gut. Ich bin 3 Jahre NDHA-Torschützenkönig gewesen. Ich wurde immer größer, stärker und besser. Und dann war Schluss. Mein Junior-Coach sagte, willst du weiter für das Team spielen, dann setz deine Körpergröße ein. Ich durfte kaum noch spielen, für ihn war immer nur das eine wichtig. Es ging nur noch ums Fighten und nicht ums Eishockey. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Meine Arme. Ich spüre sie nicht mehr. Hey, Doc, ich spüre meine Arme nicht mehr. Und? Keine Nebenwirkungen. Chase hat mich bei sich einziehen lassen, damit ich von meiner Großmutter wegkomme. Dann hat er sie praktisch genau wie mich ebenso einziehen lassen. Das fand ich noch viel, viel netter. Und was steckt jetzt dahinter? Das schlechte Gewissen von Chase, weil er sie dazu überredet hat? Das war mein Entschluss. Dann wegen der anderen Sache? Er steht auf Frauen. Das ist nicht die andere Option. Es gibt Menschen, die mögen mich. Und sogar welche, die mit mir schlafen wollen. Manche davon sehen sogar sehr gut aus. So wie Chase? Sehen Sie das? Spüren Sie da was?